Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Ihr hört, meine Stimme ist leider immer noch belegt. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Ich zeige euch heute einen Himbeer-Puddingkuchen. Super lecker für den Sommer und es ist quasi das Grundrezept für einen Obstboden und dann mit Füllung. Ich zeige euch das Ganze heute in klassischer Variante und schreibe euch die vegane Variante auf den Blog. Und welche Zutaten ihr dafür benötigt, das zeige ich euch jetzt. Hier haben wir 120 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, 100 Gramm Zucker, 4 Eier. Und zwar habe ich jetzt hier diese Spitz und Bube. Das bedeutet, dass die Bruderhähne nicht geschreddert werden. Ihr wisst ja, das Kükenschreddern ist immer noch nicht verboten. Leider. Und das ist auch ein Grund für uns, vegan zu leben. Aber man kann, wenn man jetzt wirklich Eier noch benutzen will, wenigstens diese Spitz und Bube nehmen. Denn da werden die männlichen Küken mit aufgezogen und man ist nicht für das Töten von Küken verantwortlich. Dann benötigen wir noch einen Esslöffel Essig, 3 Esslöffel Speiseöl und etwas Fett für unsere Obstbodenform. Dann nehmt ihr am besten so eine Form, denn dann lässt sich nachher schön hier oben der Belag drauflegen. Und da könnt ihr, das ist quasi das Grundrezept für diesen Boden. Und den könnt ihr dann beliebig abwandeln mit beliebigem Obst. Für die Füllung nehme ich 500 ml Hafermilch, Vanille. Ihr könnt aber genauso gut Kuhmilch nehmen, wenn ihr das unbedingt wollt. Dann habe ich hier ein Päckchen Vanillepuddingpulver. Ich habe etwas Zucker, 50 Gramm. Ihr könnt auch etwas weniger nehmen. Ich habe ein bisschen Puderzucker zum nachher überstäuben, falls gewünscht. Und ich habe 500 Gramm hier in diesem Fall tiefgefrorene Himbeeren. Die taue ich mir nachher noch auf. Das war es auch schon an Zutaten. Ich habe jetzt noch hier so eine Schlagcreme, so eine vegane. Ihr könnt natürlich auch eine Schlagsahne nehmen, zum nachher dazu servieren. Und wer möchte, dass die Früchte jetzt nicht so runterpurzeln beim Anschneiden, der nimmt am besten noch ein Päckchen klaren Tortenguss, rührt sich den an und gibt den gerade am Schluss noch drüber. Als erstes heize ich mir den Ofen auf 200 Grad Ober-Unterhitze vor und fette mir meine 28 cm Durchmesser Obstkuchenform mit etwas Margarine oder Butter aus. Wenn die Form eingefettet ist, dann kommt ein bisschen Semmelbrösel oder Mehl hinein, damit nichts anbackt. Und nachher der Boden sich auch gut rauslöst. Gerade ein bisschen verteilen. Dass wirklich überall was ist, ist ganz wichtig, sonst bleibt euch der Boden in der Form hängen. Und jetzt können wir uns schon an den Boden machen. Und dazu nehmen wir uns jetzt die zimmerwarmen Eier und geben die in unsere Schüssel, geben den Zucker dazu und schlagen das Ganze erstmal schön schaumig. Die 100 Gramm Zucker dazu und das Ganze schön schaumig rühren. So schön dickflüssig sollte das Ganze jetzt aussehen. Das dauert so 10 Minuten mit dem Handrührgerät mindestens, wenn nicht 15. Mit der Maschine geht es etwas schneller. Im Grunde machen wir ja jetzt hier einen Biskuitteig, denn jetzt werden wir noch das Mehl mit dem Backpulver vermischen und drüber sieben und dann nur noch das Öl und den Essig gerade kurz unterziehen. Hier habe ich jetzt mein Mehl, einen Teelöffel Backpulver dazu. Das Ganze am besten so ein bisschen vermischen miteinander, dass sich das gut verteilt, das Backpulver in dem Mehl. Jetzt alles über die Mischung sieben. Mit dem Spatel unterheben, denn wir wollen uns die Luft, die wir jetzt reingeschlagen haben, ja nicht wieder rausschlagen. Gerade wie bei dem Biskuit, den ich euch ja schon in einem sehr alten Video gezeigt habe. Das Einzige, was jetzt hier noch der Unterschied ist, hier kommt noch etwas Öl und Essig dazu. Ihr könnt auch Vanillearoma dazugeben oder wenn es einen Boden sein soll, der so ein bisschen zitronigen Einschlag hat, dann einfach etwas Limetten- oder Zitronenschale dazugeben. So lange rühren, bis alle Mehlnester aufgestochen sind. Manchmal hilft es auch, wenn man Klümpchen drin hat, das Mehl in zwei Teilen unterzuheben. Dann klumpt es nicht so stark. Jetzt geben wir noch etwas neutrales Speiseöl dazu, 3 Esslöffel. 1, 2, 3. Und einen Esslöffel Essig. Und das heben wir jetzt auch noch gerade ganz sanft unter. Einfach so von außen nach innen, bis alles schön vermischt ist. Das Ganze nicht zu lange rühren, wie gesagt. Ja, und jetzt kann das Ganze schon in unsere Form gegeben werden. Die ist ja schon vorbereitet.
das Ganze jetzt noch vorsichtig einfach glatt rütteln. Einfach so ein bisschen hin und her rütteln. Und wenn es zu viel Stand haben sollte, kann man es auch gerade mit dem Spatel nochmal glatt streichen. Das hat richtig Stand. Das seht ihr jetzt hier. Ein richtig toller, fluffiger Boden wird das. Ja, und fertig ist der Boden schon. Das ging richtig schnell. Und jetzt kann der für 15 Minuten ungefähr bei 200 Grad Ober-Unterhitze gebacken werden. Natürlich in der Mitte des Backofens. Der Boden sollte jetzt wirklich bei ungeöffneter Tür backen. Auf keinen Fall aufmachen während des Backvorgangs. Das ist immer bei Biscuits so das Problem. Auf keinen Fall nachgucken, sondern wirklich nach Ende der Backzeit aufmachen und gucken, ist er fertig. Stäbchenprobe und dann eben rausholen oder gegebenenfalls noch etwas weiter backen. So, und wer das Ganze vegan zubereiten will, komplett vegan, der soll einfach bei mir auf dem Blog gucken. Ich verlinke euch den wie immer hier oben. Da stehen dann auch beide Rezepte zum Ausdrucken. Das eine klassische Rezept mit den Eiern und das andere vegane Rezept ohne Eier natürlich. Und während der Boden jetzt im Ofen ist, können wir uns schon den Pudding kochen. Das geht wie immer einfach 500 Milliliter Milch oder ich habe jetzt hier eine Hafermilch nehmen. Ich habe jetzt auch Vanillegeschmack schon drin und ein bisschen Süße. Das heißt, ich werde den Zucker etwas reduzieren. Aber bei Kuhmilch könnt ihr einfach 500 Milliliter Milch nehmen, ein Päckchen Puddingpulver und 50 Gramm Zucker ungefähr. Das hängt einfach von euren persönlichen Vorlieben ab. Und den kochen wir uns jetzt kurz auf dem Herd. Und der leckere Vanillepudding, der kann dann auf dem etwas ausgekühlten Boden verteilt werden. Und der bildet dann die Grundlage für unsere leckeren Früchte oben auf. Hier habe ich meine Hafermilch, Vanille. Und hier ist mein Puddingpulver. Das gebe ich mir jetzt erstmal hier in ein Gefäß, um das anzurühren. Und dazu gebe ich noch 2 Esslöffel Zucker. Ich nehme jetzt mal nicht den ganzen Zucker, weil einfach die Hafermilch schon gesüßt ist. Kann man nachher immer noch ein bisschen dazu rühren. Und dann nehme ich mir jetzt noch ungefähr 6 Esslöffel von der Hafermilch dazu und rühre das Ganze an. Das jetzt schön miteinander verrühren, dass es nicht klumpt. So, das stelle ich mir jetzt erstmal noch beiseite und warte auf den Kuchen, dass er fertig wird. Und danach koche ich mir meinen Pudding. So, der Obstboden ist fertig und sieht wunderbar aus. Den lasse ich jetzt einfach auf dem Kuchengitter so ungefähr 15 Minuten erstmal abkühlen, damit er sich dann gut stürzen lässt. Und in der Zeit können wir uns jetzt einfach mal schon den Pudding kochen. So, die restliche Milch, die 500 Milliliter, die jetzt noch übrig sind von der angerührten, habe ich mir in den Topf gegeben. Das lasse ich aufkochen und ich habe den Topf vorher kalt ausgespült, dann brennt es nicht so leicht an. Kleiner Trick von meiner Großmutter. Ja, und das Angerührte kommt dann gleich dazu und das muss dann 1 Minute kochen und ist der Pudding auch schon fertig. Sobald die Milch hier heiß geworden ist, kann man auch schon die Stärke einrühren, die Angerührte. Und das Ganze jetzt 1 Minute unter Rühren kochen. Und sobald der Pudding schön angedickt ist, könnt ihr ihn vom Feuer nehmen und etwas abkühlen lassen und dann kann er auf den Kuchen gegeben werden. Und fertig! Sehr lecker! Der Boden ist jetzt ganz gut ausgekühlt, jetzt stürze ich mir den auf meinen Tortenretter, damit er dann gleich schon mal auf dem Retter ist und ich ihn besser bewegen kann. So, wunderschön! Der Pudding ist ja auch schon fertig und kann jetzt hier schon drauf gegeben werden. Der darf ruhig noch ein bisschen warm sein. Schön verstreichen. So, wunderbar. Bei mir ist ja der Pudding jetzt vegan, deswegen sieht er so etwas luzid aus. Wenn ihr den Pudding mit Kuhmilch zubereitet, wird er etwas gelber werden, auf jeden Fall. Das ist im Prinzip das Grundrezept für einen Obstboden mit Pudding und jetzt könnt ihr hier drauflegen, was ihr wollt. Kiwi, bunte Früchte, Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren, alles, was das Herz beliebt. Das Ganze muss jetzt ein bisschen auskühlen, weil die Früchte sonst gleich so heiß werden. Das ist nicht so günstig. Deswegen werde ich das Ganze jetzt einfach 30 Minuten auskühlen lassen und dann auch über Nacht in den Kühlschrank stellen und morgen dann final dekorieren. Mein Törtchen war über Nacht jetzt im Kühlschrank, wie ich es immer mache. Und es fehlt ja im Prinzip jetzt auch nur noch die Auflage der Früchte. Wer möchte, kann noch einen klaren Tortenguss drüber geben, damit die Früchte beim Anschneiden nicht runterfallen. Die halten dann einfach besser zusammen. Wer das nicht mag, kann es auch weglassen, aber dann rollt es halt so ein bisschen mehr an der Seite. Aber jetzt erstmal die Himbeeren noch auf die Torte und dann ist sie auch schon fertig.
Natürlich ist es noch besser mit frischen. Und ihr seht, der Pudding ist jetzt schon recht fest. Das heißt, ihr könnt auch das Ganze schon gleich belegen. Dann bleiben die Früchte besser in dem Pudding hängen oder lassen sich besser eindrücken. Das ist dann der Vorteil, wenn man das relativ bald zubereitet und nicht über Nacht wartet. Ich habe jetzt noch ein Päckchen roten Tortenguss und 250 Milliliter Wasser. Den Guss rühre ich jetzt einfach hier nach und nach in das Wasser ein. Das Ganze muss jetzt unter Rühren zum Kochen gebracht werden und dann kann das hier von der Mitte aus nach außen auf den Kuchen aufgebracht werden. Dabei einfach die ganze Zeit rühren, damit nichts anbrennt und nichts klumpt. Und sobald das Ganze einmal aufgekocht ist, kann man es vom Herd ziehen, etwas abkühlen lassen und über den Kuchen geben. So, der Tortenguss ist jetzt einen kleinen Moment abgekühlt bei mir und ich fange jetzt einfach in der Mitte an. Und gebe ihn mit dem Löffel über die Früchte. Dann kann die Torte eigentlich auch schon auf die Servierplatte und ich kann sie für euch verköstigen. Dann schneide ich das Törtchen mal an. Ich werde mir nachher auch noch ein bisschen Sahne schlagen. Ihr könnt natürlich auch hier oben noch einen Kranz Sahnehäubchen aufspritzen, das geht auch. Wackelt ein bisschen der Pudding. Sehr lecker. Ich liebe solche Torten. Und ihr seht, es fällt jetzt auch nicht so an der Seite runter, weil einfach der Guss noch drauf ist. Also perfekt. Der Biskuit ist super luftig geworden. Richtig, richtig lecker. Also viel, viel besser als ein gekaufter aus dem Supermarkt. Ich kann es euch nur empfehlen. Es ist wirklich nicht viel Aufwand und schmeckt einfach so, so viel besser. Dann der Pudding, richtig lecker. Gerade mit der Vanille-Hafermilch. Mir schmeckt das richtig, richtig lecker. Aber ich kann es mir natürlich auch mit Kuhmilchpudding ganz gut vorstellen. Auch wenn ich den jetzt schon länger nicht mehr gegessen habe. Ich finde, es ist einfach ein super Grundrezept. Ich schreibe euch, wie gesagt, das vegane Rezept noch auf den Blog, sodass alle Veganer auch die vegane Version komplett durchmachen können. Ich finde, ein bisschen Sahne gehört noch dazu, einfach für den weißen Farbtupfer. Ja, macht es einfach mal nach, das lohnt sich auf jeden Fall. Das war mein wunderschönes Obsttörtchen mit Puddingcreme, super lecker. Ein Grundrezept für jeden Anlass. Ja, ich freue mich, wenn ihr das Törtchen einmal nachbackt oder den Kuchen einmal nachbackt und mir davon Fotos schickt. Sorry nochmal für meine Stimme, es hat sich einfach nicht gebessert. Ich hoffe, dass es nächste Woche ein bisschen besser geht. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken und alles Gute. Tschüss!